Hallo meine Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Inside. Wir haben jetzt unsere 19 Personen, denke ich mal, bekommen und jetzt werden wir mal das Tor öffnen. Wir haben es geschafft. Was macht hier so einen lauten Lärm? Oh. Wir haben unseren Helm verloren. Oh oh. Was ist das hier? Boah. Was habe ich regelrecht weggefetzt? Welche Gefahr der kleine Junge hier ausgesetzt wird, ist ja fürchterlich. Boah. Noch einmal, Moment. Boah. Boah, das war knapp. Okay, aber mal gucken. Wie machen wir das jetzt? Müssen wir dieses Ding anhalten? Boah. Das wird jetzt komplizierter. Ja. Na komm. Platsch. Das ist echt gefährlich hier. Aber sind wir wenigstens geschützt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Und weggeschleudert. Ich glaube, es kommt eher aufs Timing an. Der Junge einfach zerstückelt, ey. Aber der Druck scheint enorm groß zu sein. Ob das ein erwachsener Mensch auch aushalten würde? Nee. Ich habe eine Idee. So.
Das ist eine Sache von Timing, aber extrem Timing. Alles durch die Luft geschleudert wird. Wer hat sich sowas einfallen lassen? Ja, ist zu knapp. Man kann sich aber auch nicht festhalten daran. Das ist eine Sache von extrem Timing. Das ist schon mal eine gute Idee. Oh, das haben wir schon mal geschafft. Sehr gut. Boah, wir haben es geschafft. Super. Jetzt heißt es nur hier weiter voranzukommen. Gucken, wie weit das... Okay. Oh, wir haben es geschafft. Puh, alter Vater. Was zum... Sind das Menschen oder sind das Quatsch-Dummies? Das sind Quatsch-Dummies. Wow. Hier hat uns das aber ordentlich weggefegt. Aber wir geben uns nicht geschlagen. Moment, ich gehe mal eben zur Tür. Jetzt aber. Rüber. Verdammt! Noch einmal. Oh, warum sitzen diese Testamis denn da? So. Oh. Da ist schon was weggebröselt. Jetzt aber. Rüber. Oh, wir haben es geschafft. Ach du Schande. Ich muss warten. Oi.
Und weg, der Junge. Wir schaffen es, wir schaffen es. Mist! So. Mist! Das ist etwas, was ich nicht schaffen werde. Ich muss direkt bei der nächsten Welle versuchen, da irgendwie ranzukommen. Jawohl. Wir haben es geschafft. Boah. Wir haben es geschafft. Wir sind dieser enormen Druckwelle entkommen. Oh nein! Nein, 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 nein! Das war echt eine Todesangst um dich, ne? Oh, wird schon wieder. Es wird schon wieder. Keine Sorge. Machen wir einfach weiter. Was haben wir hier irgendwas? Ne, ist unter Wand, okay. Ich hab's. Okay, wieder eine Sache von Timing. Verdammt. Und hopp. Und schaukel. Und zack. Nein! Echt jetzt? Du bist davon gestorben? Hm. Noch einmal. Und... Zack. Wir müssen das Seil weiter zum Schwenken bringen. Ach nö. Jetzt macht der kleine Junge immer Spagat auf dem Boden. Na, ich krieg das noch hin. Ich krieg das noch hin. Normal.
Upsa. Hui, es macht so Spaß zu schaukeln. Uff, das war sowas von knapp. Und jetzt haben wir auch offenbar das Labor erreicht. Laborinstinkt. Na dann wollen wir mal. Okay, wir haben offenbar. Ah. Ich glaube, mir leuchtet etwas hier ein. Hui. Okay. Nee, das war falsch rum. Ja, erstmal dickes Facepalm an mich selber geben. Moment. Ah, so klappt das doch schon viel besser. Yeah. Was auch das, warum auch immer so komische Geräte entwickelt werden. Ich habe keine Ahnung. Jawohl. Oh, eine Wand. Hier kommen wir nicht weiter. Oh nein. Unsere kleine Freundin mit dem Bauchnabel, mit dem... Und er ist abgesoffen. Das heißt, sie muss nichts mehr machen. Was zum... Ist das ein Kind? Uff. Das war knapp. Ich glaube, ich katapultiere mich mal ein bisschen weiter vorne. Sicher ist sicher. Was sind das für komische Tiere? Oder für Wesen? Das will ich ja zu gerne wissen. So, warten wir mal. Komm her, lass uns knuddeln. Was sind das für Viecher? Ich habe keine Ahnung. Aber bestimmt keine freudigen Experimente. Oh. Boah, das war knapp. Bleib bloß weg von mir, du Mistvieh. Oh Gott. Gut, meine Freunde, würde ich sagen, ich beende hier die Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.